Weißt du, was der Unterschied zwischen einem Ferrari und einer Erektion ist? Ferrari habe ich keinen. Angeblich gibt es in Wien eine geheime Bar hinter einem Getränkeautomaten und wir haben einen Verdacht, dass es genau dieser hier ist. Wenn du denkst, dass das hier sich öffnet und dann öffnet sich aber eigentlich so eine Fallklappe. Hier runter? Ja, ja, stimmt. Drück mal hier. Drück mal. Nein, hier, den Knopf. Au. Das ist keine Sexual. Willkommen im Darkroom. Oh mein Gott. Okay, aber jetzt, wo wir unter uns sind, Leon, sag ehrlich, stehst du eigentlich auf Malenchi? Ganz bestimmt, total. Ich wusste es. Du siehst aus wie so eine russische Geheimagentin. Natascha. Gehen wir zu dir, ne? Er hat eine Freundin. Ich sehe an deinem Blick, dass sie das heute noch weiter spinnt, die ganze Idee. Natascha kommt ins Zimmer rein. Komm schon, Leon, komm zu mir. Nein, ich habe eine Freundin. Ich sehe, dass Leon heute keinen Sex haben wird. Hey, warum? Was habe ich jetzt gemacht? Oh mein Gott! Wir wollen mehr Schaum. Wir wollen mehr Schaum. Na. Oh mein Gott, der Schaum ist weg! Oh mein Gott, Michelle! So hätte ich mich angepisst. Ja. Danke, sehr nett. Hier ist noch ein bisschen was. Ja. Beschreib so viel mit einem Wort. In seinem Kopf ist gerade so Möpse. Sophie, wenn du Erik noch nicht kennen würdest, was wäre dein erster Eindruck? Walking Red Flag. Und jetzt, wo du ihn kennst, was ist dein Eindruck? Walking Red Flag. Wenn du keinen Piercer findest, Michelle, kennst du dubiose Menschen. Die haben ja auch ihren komischen anderen Piercing gestochen mit einer Sicherheit. Du hast ein Anal-Piercing? Ich hatte es mit einem richtigen Piercing-Set gemacht. Du hast ein Anal-Piercing? Ja, Mike. Was? Du nicht? Was meinst du? Also wie soll ich mir denn das vorstellen? Hast du quer durchs Arschloch so einen Stift? Keiner. Es ist ein bisschen unangenehm beim Sitzen, aber es ist. Nein, es ist wie so ein Analplug, oder? Kennst du das? Ihr redet doch alle Bullshit! Hat Leon auch ein Analpiercing? Das musst du ihn selbst tragen. Hast du auch ein Anal? Okay. Ich bin jetzt wieder bei Jeff zu Hause, der Tierarzt. Ich habe gehört, Michelle hat Angst vor Vogelspinnen. Die Susi ist in letzter Zeit mega schlecht drauf. Oh. Ultra aggro. Perfekt. Oh nein, warte mal! Warte mal! Ja, ja, nein, warte! Mach mal die Augen auf. Nein, kann ich nicht! I'm sorry! Oh mein Gott, ist sie tot? Nein. Erstmal schon. Oh mein Gott. Also, okay. Jetzt die war gut. Nicht echt. Ich dachte auch gerade, die war echt. Oh ja, mein Gott. Das hier ist die echte Susi. Ist das ekelhaft. Aber die Spinne ist süß. Mit wem hättest du lieber was? Mit Sophie oder Malenchi? Boah, das ist ja zwischen Pest und Cholera. Die sind alle scheiße. Wer von uns stirbt, glaube ich? Wer? Warte mal. Du. Na, wir dürfen das gar nicht sagen, sonst können so Aliens drauf. Ja, Gott. Ja, das, ja. Sophie. Sophie wurde schon mal fast verkauft in Afrika. Ja. Nein, in Samoa. Ja. Für wie viel? 2000. Der eine Typ so 3 Kamele und der andere so, boah, nee, Bro. Sie wurde fast verkauft. Schaut mal, was Michelle für weirde Sachen in ihrer Wohnung hat. Was ist da hinten? Hier sind Flügel von irgendwelchen Tieren. Das ist ein Satisfier, der einfach... Was? Dieser Kasten hätte fast meinen Onkel umgebracht. Ha. Warum, also, kannst du es erklären? Kannst du nicht rausgehen, wenn du sowas droppst? Der hat fast meinen Onkel umgebracht. Oh mein Gott, meine Tiere. Ist das oh, das sind deine Tiere? Ja. Was passiert? Der Kasten? Ich komme gerade in Sophies Zimmer rein und sie und Anna küssen sich. Ja, aber nur, also nur so. Oh. Vor allem dieses Weiß-Schwarz. Ja, weil wir voll der Kontrast sind. Ja, was machen wir jetzt? Wir süßen. Was macht der Creepy Dude in der Ecke mit der Kappe auf? Sorry. Es gibt endlich wieder eine neue Podcast-Folge. Link dazu ist unter dem Video. Aber vorher danke fürs Kommentieren und nicht vergessen zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Peace. Was ist der Unterschied zwischen einer Vagina und einem Ziegenarsch? Hoffentlich viele. Was ist der Unterschied? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Du ekelhaftes Schwein.